Gut. So, Mut zur Lücke. Ja, Lau, guck mal ein bisschen weiter rein. Frage ist, was passiert hier? Da sind jetzt 150 Watt drauf und nichts passiert bis jetzt. Nee, der wird immer nicht so und dann wird es zu Hause. Ach, das rechte Manometer. Ja, doch, kommt langsam. Das rechte fängt an, jetzt fangen wir an. Gesundheit. Danke. Das war ja schon der Hochdruck. Ja gut, dann lassen wir es mit den 160 Watt laufen. Bei 20 Bar ist es schon. Schauen wir mal. Spannung. Na gut, wenn wir jetzt den Preis haben, wir darauf in der Dinge. Drin. Also die erste Zahl, die man sieht, ist die 100. Bei 50 sind wir jetzt. Okay. Blöd wird es nur, wenn es hier rüber spratzt. Die Sicherung ausstellt. Wollen wir es übertreiben oder wollen wir einfach nur auf über 100 Bar? Was meint ihr? Was jucken? Das liegt an dir. Was jucken? 80. Wilfried, wir haben das letzte Mal schon geknackt jetzt. Wo sind wir bei? Wir sind bei über 80. Jetzt geht's los. Laufen, mach auf. Na, je höher der Druck, desto schwerer wird. Okay. Aber, Leute, sie hält die 50 Bar immer noch. Wie hat sie denn ausgehalten? Wo hat sie jetzt eigentlich aufgehört? Kurz vor die 100. Kurz vor die 100. Ist die Dichtung kaputt, ne? Jetzt kommt sie raus, die Dichtung. Hm? Aber es zeigt, man kann Knallgas unter Druck setzen. Doch, da hinten ist er rausgedrückt. Hast du gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Mach ich wieder neue. Aber, dafür kurz zum Thema, nicht mehr als 0,3 Bar bei Knallgas. Mhm. Ja. Theorie und Praxis sind zwei Punkte. Aber gut, das zu sehen, dass da jetzt noch was passiert. Entweder hätte ich es jetzt noch fester ziehen müssen oder keine Ahnung.